Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Ihr seht selbst, der Mais, wie krass er rausschießt. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, wie der kommt. Also man muss bedenken, regelmäßiges Gießen oder Feuchthalten, sagen wir es mal so. Und auch natürlich jetzt bei den Temperaturen, wenn die Sonne weg ist, ne, ganz klar. Auch wenn die Bauern das ein bisschen anders machen. Aber ich mache das ja hier privat. Das sind vier Pflanzen. Die fünfte, wie ihr sehen könnt, ist leider kaputt. Die ist abgebissen worden oder sowas in der Richtung. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber, es ist Wahnsinn. Also, er kommt gut. Im nächsten Teil zeige ich euch dann auch mal das Ganze ein bisschen genauer. Messe das Ganze ab, wie groß die jetzt schon sind und so weiter und so fort. Am Wochenende habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann, schauen wir uns das Ganze mal genauer im Detail an. Was mir aufgefallen ist, da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man das am besten machen kann, Blattläuse. Also ich habe gesehen, die haben teilweise Blattläuse und das möchte ich ja nicht unbedingt haben, ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was da die beste Möglichkeit wäre, um die Blattläuse wegzukriegen. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Es ist wie gesagt der erste Versuch und er klappt. Ja, in dem Sinne, ihr wisst, ich habe es lange Zeit hier drinnen versucht, aber im Endeffekt funktioniert es besser, wenn du es direkt von vornherein draußen machst und direkt die Samen in den Boden draußen einsetzt, anstatt die direkt erst hier drinnen aufzuziehen, weil das dauert einfach erstens Ewigkeiten. Gar nicht wahr, was sage ich denn da? Ewigkeiten ist ja schwachsinnig. Nein, es geht ziemlich schnell. Nur wenn du die dann raussetzt in den Boden, dann kann es dir wirklich passieren, dass die kaputt gehen. Und daraus habe ich gelernt und deswegen habe ich die dann irgendwann jetzt vor Wochen im Boden direkt draußen eingesetzt, die Samen. Und siehe da, es funktioniert super. Und ich denke, nächstes Jahr wird das Ganze ein bisschen größer, das Feld. Mal schauen, muss ich mal genau gucken, wie ich das dann am besten mache. Aber es wird definitiv größer und vielleicht kommen noch ein, zwei andere Sachen dazu, aber das weiß ich noch. Das sind Spekulationen. Mal schauen. Aber ihr seht selbst. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Haut rein, macht's gut und im nächsten Teil werde ich dann auch ein bisschen mehr reden. Aber ich mache das Filmen immer oder Fotografieren immer so zwischendurch, wisst ihr. Deswegen, macht's gut. Haut da rein, Däumchen hoch und schreibt was Nettes in die Kommentare. Ciao, ciao.